entweder Kinder oder Jugendliche. Und ja, ein Jugend- und Heimerzieher kann sich in ganz verschiedenen Arbeitsfeldern nachher orientieren und einsetzen und engagieren. Und das ist einmal die Möglichkeit, die herkömmliche, die die meisten kennen, die an staatlichen Fachschulen die Ausbildung machen, in einem Kindergarten zu arbeiten, in einer Kindertagesstätte zu arbeiten, in einem Hort oder auch, was jetzt neuerdings natürlich in der Zukunft häufig gefragt sein wird, auch in einer Kinderkrippe, also mit unter Dreijährigen zu arbeiten. Das ist möglich als Jugend- und Heimerzieher, ein mögliches Arbeitsfeld. Dann kommt aber jetzt unser eigentlicher Schwerpunkt, der sich vielmehr auf die Arbeit auch mit älteren Kindern oder Jugendlichen bezieht, bis sogar zu jungen Erwachsenen. Und zwar die Arbeit in Arbeitsfeldern wie Erziehungshilfe. Das ist ein ganz großes Arbeitsfeld, in dem man vielleicht Kinder und Jugendliche, die stationär untergebracht sind, also in einem Heim leben, betreut oder auch, es gibt auch viele andere Wohnformen mittlerweile. Es gibt Tagesgruppen, in denen Kinder und Jugendliche nur tagsüber sich aufhalten, vielleicht nach der Schule bis abends. Man macht mit der Klientel Hausaufgaben, Freizeitbetreuung, führt Gespräche mit Eltern möglicherweise. Der Familienhilfe wird versucht, erstmal zu umgehen, dass Kinder und Jugendliche in einem Heim untergebracht werden. Man versucht also erstmal in der Familie zu arbeiten, mit den Eltern und mit den Kindern versucht, die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken, dass also es nicht mehr notwendig ist, vielleicht die Kinder und Jugendlichen dann aus der Familie herauszunehmen. Das macht man, indem man mit verschiedenen Methoden arbeitet, die hier in der Ausbildung auch angerissen, teilweise eingeübt werden. In der Schule gibt es, das kennen die meisten, die Schulsozialarbeit. Sozialarbeit, denkt man natürlich sofort an den Sozialarbeiter. Und der Jugend- und Heimerzieher wird häufig eingesetzt in Arbeitsstellen, in denen sonst Sozialarbeiter tätig sind. Ne? In der Schulsozialarbeit hätte er einen Platz in der Schule, wo er Ansprechpartner für die Schüler ist, vielleicht bei einer Streitschlichtung, bei Bewerbertraining. Er ist auch Ansprechpartner für Lehrer, die mit einzelnen Schülern nicht zurechtkommen. Dann ist auch in der Schule ein Platz für einen Jugend- und Heimerzieher durch die Jugendberufshilfe. Jugendberufshilfe heißt, dass der Jugend- und Heimerzieher versucht, Stärken und Talente zu entdecken bei Jugendlichen, die in den oberen Klassen sich befinden, zum Beispiel in der Hauptschule, so 7. bis 9. Klasse, wo man durch Arbeit eher im kulturellen Bereich versucht herauszufinden, wo sind denn die Stärken des Jugendlichen. Man kann Rapperkonzerte durchführen, man kann Theateraufführungen inszenieren, man kann Kunstprojekte auch im öffentlichen Raum starten und kann dann sagen, guck mal, dich könnte ich mir doch als Friseurin gut vorstellen. Wir gehen doch mal in eine Firma und gucken mal, ob wir einen Praktikumsplatz für dich finden. Und dann kann das so seinen Lauf nehmen, indem man so eine Beraterinstanz für den Jugendlichen darstellt. Dann gibt es aber auch noch in der Schule andere Tätigkeiten. Das ist Schulassistenz. Da würde man mit einem Lehrer zusammen den Unterricht gestalten und eher für das soziale Lernen, das soziale Miteinander zuständig sein und das im Blick haben, im Auge haben. Dann gibt es Schulbegleitung. Das hat der Michael, mit dem Sie vorhin gesprochen haben, durchgeführt im Praktikum. Da besteht die Möglichkeit, Kinder mit einem auslandsstämmigen Hintergrund, mit einem Migrantenhintergrund zum Beispiel, zu begleiten in der Schule, erstmal dafür zu sorgen, dass die Sprache gelernt wird, die deutsche Sprache, und dann aber auch lebenspraktische Übungen umgesetzt werden, auch im Rahmen der Familie. Das ist das Arbeiten mit geistig behinderten Menschen, aber auch mit körperbehinderten Menschen, aber auch mit sinnesbehinderten Menschen. Also, das Sinnesbehinderungen sind ja zum Beispiel die Hörbehinderungen oder Sehbehinderungen. Also, man kann auch in einer Blindenschule arbeiten, in einem Internat, in einer Sonderschule für sinnesbehinderte und für behinderte Kinder und Jugendliche.
Wir haben ja an der Schule auch Musiker und Schauspieler. Und die lieben sehr die freie Arbeit, die freie Zeiteinteilung, das selbstständige Arbeiten, das engagierte, punktuell sehr engagierte Arbeiten, das auch ergebnisorientiert ist. Und da ist es auch spannend für solche Leute, dann in solchen Kulturhäusern zu arbeiten, in Jugendhäusern und aber auch in der aufsuchenden Jugendarbeit, was so unter dem allgemeinen gängigen Begriff Streetwork zu verstehen ist. Sie sagen gerade ein Stichwort Coach. Der Erzieher, der moderne Erzieher heute, sieht eigentlich in seiner Aufgabe schon hauptsächlich das Beraten. Er ist eigentlich ein Lebensberater, so könnte man das übersetzen. Na, man kann ohne ein Rezept zu haben natürlich auch lernen, und das kann zum Teil auch in der Ausbildung gelernt werden, durch Impulse, die man setzt, durch Fragen, die man weitergibt, dem anderen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, die eigenen Kompetenzen zu finden und den eigenen Sinn und die Bedeutung fürs Leben zu finden. Das kann ein Jugend- und Heimerzieher schon auch leisten. Ja, in der Arbeit mit Eltern und mit Kindern und Jugendlichen. Das ist eine gute Frage, weil wir als Kollegen sagen immer, das Wichtigste ist die Selbstreflexion. Ja, also über sich selber nachdenken, sich selber auch mal kritisch zu sehen und zu überlegen, wie sieht der andere mich? Also ich denke, das ist wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft. Natürlich gehört dazu, dass man auch aufrichtig ist, dass man ehrlich ist, nicht nur zu anderen, sondern auch zu sich selber, dass man niemandem etwas vorspielt, aber letztendlich kommt man immer wieder doch zu der kritischen Betrachtung seiner selbst. Nach der ersten Epoche des theoretischen Unterrichtes, wo so Grundlagen in Pädagogik, Psychologie, Methodik, Didaktik und so weiter, auch in künstlerischen Fächern gelegt wird, findet dann die erste praktische Sequenz statt. Das ist ein Praktikum von 3 Monaten, sollte vorzugsweise in der stationären Arbeit stattfinden, damit man auch mal so richtig den Job eines Jugend- und Heimerziehers im Schichtdienst auch kennenlernt. Und anschließend gibt es eine Auswertung dieses Praktikums nach diesen 3 Monaten. Und da werden dann die Erfahrungen aufgearbeitet und es findet eine neue, längere Sequenz des Theorieunterrichtes statt. Und dann im 2. Jahr der Ausbildung gibt es das 2. Praktikum, das nennen wir ein vertiefendes Praktikum, in dem jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sich dann ein Wunsch Arbeitsfeld aussuchen kann. Man kann also sagen, ich habe jetzt schon vieles kennengelernt im Vorpraktikum und im ersten Praktikum und jetzt fehlt mir noch entweder diese Erfahrung, oder man kann sagen, ich bin relativ geradlinig und möchte gerne in diesem Arbeitsfeld bleiben. Für mich kommt nur das und das in Frage und jetzt will ich mein letztes Praktikum auch wieder in etwa in diese Richtung legen. Und dann gibt es diese zweite Sequenz von 3 Monaten, die wir sehr dicht betreuen. Also wir sind da sehr häufig vor Ort. Wir, ich sag mal, supervidieren, wir beraten, wir schauen uns an, wir arbeiten die Erzieher, die angehenden Erzieher dort mit den Kindern und Jugendlichen, geben Rückmeldungen und das ist eigentlich das Praktikum, wo unsere Teilnehmer immer sehr, sehr viel mitnehmen, weil sie ja auch schon kurz vor Ende der Ausbildung stehen.